Willkommen zurück zu Burnout 3 Takedown. Im letzten Part hatten wir viel Spaß gehabt, vor allem, dass wir auch den Bus zum ersten Mal fahren konnten. Und wir werden hier wieder in Alpine mal kurz mal fahren, weil wir dort auf jeden Fall Jump the Toll haben. Ja, wir sind schon fast fertig mit den ganzen Herausforderungen. Man muss auch dazu sagen, dass das Spiel auch anfängt, sein Limit zu zeigen. Wir sind auch schon fast zu Ende eigentlich. Zwar haben wir nicht Gold geschafft, aber ist ja völlig egal. So, was haben wir denn hier? Ah, den möchte gern Porsche, verstehe. Da sind auf jeden Fall wieder Fahrzeuge und da ist Geld und ich muss über dem Dach steigen, damit ich vierfach kriege. Okay, ich habe das hier jetzt nicht ganz verstanden. Wieso ich das jetzt wieder hinbekommen? Da sind Fahrzeuge. 800 Millionen. Ja, 800 Millionen, 800.000. Okay. Lass mal checken. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Oh, doch, das hat was gebracht. Boah. Silber, nicht schlecht. Dafür, dass ich dich mal vierfach mitgenommen habe, ist es sehr gut, Silber zu nehmen. Da ist die Wette viel klar. Cool. Na, es läuft doch. Na, es läuft, wie es läuft. So. So, was haben wir denn hier? Ah, in Minias haben wir das Neues. Und was wollen die denn dort haben? Crush Oven. Was ist das denn für ein Quatsch? Ich würde jetzt sagen, wenn das jetzt auf einmal ein wirklicher Van ist, die wir fahren müssen, und auf einmal sagen die, oh, crashe den Van. Ah, den TWR Shelby Super One versteht und das sind viele LKWs. Und natürlich muss das Herz dazwischen sein. Natürlich, warum auch? Ah. 400.000. Okay. Ach komm schon, ja, was ist das? Ist Silber, aber ich habe nicht vielfach mitbekommen. Könnte ich irgendwie besser machen, aber egal, was soll's. Neues Event für FIFA, das ist ja cool. Mann, alles wieder mal auf den höheren Versuch bekommen. So. Gut, das ist mal die nächste Aufgabe machen. Wir haben hier Rivera wieder. Oh, wir haben Jumping Jam noch nicht. Das machen wir auf jeden Fall. Was werden wir auf jeden Fall machen? Jumping Jam. Ist ja kein Problem. Schon wieder. Ja, gut, die Subaru Impreza verstellt. Oh, cool. Na, das ist ja was. Und da weiß ich ganz genau, wo ich jetzt hinspringen werde. 20.000. War das gut oder schlecht? Nee, ich würde es nochmal machen, weil ich habe nur den Gegenverkehr mitgenommen, leider nicht die Nebenautos. Das ist irgendwie schade. Nur so ist noch einmal. Das war schlechter.
Ach, hier fach, das ist gut. Ja, jetzt habe ich Gold, das ist schön. Okay, das war jetzt besser. Auf jeden Fall. Noch nicht so fett verfügbar, das ist hier gut. So. So, hier haben wir das bei Riviera und da haben wir Shipwrecked. Ein Schiff also, ne? Okay. Ein Schiff zu zerstören könnte sehr einfach werden. Auch wenn die meisten Leute das kaum merken würden. Aber egal. Ah, mit den Evo MG verschnitt. So, so Quatsch. Keine Rampe. Hm. Das deutet mir hin, dass es sehr gefährlich werden kann. Versteht ihr FIFA mal? Das ist das Problem. Ich kann das kaum mehr. Ich weiß nicht, wo ich jetzt bin, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, die Kamera ist weg. Ja, Bronze nur. Weil ich weiß nicht, wo ich jetzt hingucken kann. Das ist das Problem, was leider beim dritten Tag ist, die Kamera zeigt mir nicht, wo ich bin. Nein, ich sehe Wetterfigur, sehr cool. Das ist ja richtig genial. Läuft besser, als ich gedacht habe. nicht. Gut, sag mal. Ah, in Alpine haben wir wieder mal was Neues. Und dort haben wir Highway to Hell. Wieso? Eine Autobahn ist doch ganz normal. Wieso sollte es denn unbedingt eine Hölle sein? Es kann doch viel besseres sein. Spaß. Ja, Mann, was wollen die denn? Okay, der möchte gerne MRS. Möchten die, dass ich das Nitro nehme, ich springe. Und niemals auf das Herz landen soll. Warum soll ich das bitte in diese Richtung machen? Ich kann das doch dir. Ach Mann, die Logik. Fängt ja gut an. 700.000. So, jetzt mal in den Gegenverkehr. Ach, die Swats deutlich nicht besser. Oh, oh, oh. Okay, ja, das ist wirklich der Hölle jetzt. Also viel los. Gold habe ich auf jeden Fall bekommen. 1,4 Millionen. Na, das war ja richtig gut. Okay, weiter. So. Gut. Burnout World Tour. In Asien sind wir wieder eingeladen worden. Das ist ja schön. So. Und dort hinten ist ein Motorradfahrer vorbeigerast. Der soll mal ein bisschen ruhig sein, der Motorradfahrer. Nee, ist ein Auto. Ups, Entschuldigung. Crush Fu. Ha, ha, ha. Das ist witzig. Das ist sehr, sehr witzig. Es gab ja Kung Fu Panda. Es gibt Kung Fu Hustle und so ein Quatsch. Aber das ist doch lächerlich, wenn man so ein Wortspiel macht. Aber wieder mal so. Sagt dazu nichts mehr lieber. Okay, wir werden hier. Hier fahren und. Okay, einfach den Verkehr zu zerstören. Und den Pickup mitzunehmen. Wird auf jeden Fall Spaß machen. Schlecht.
Das war schlecht. Weil das Herz hat mir alles zerstört. So, noch einmal das Ganze. Okay, Cypher Multiplikator kann auch nicht schaden. Ist nicht schlimm, reicht auch genug aus für mich. Oder ich versuch's noch einmal. Ja, vielfach, jetzt geht's besser. Hehehe. Boah, die haben. Das ist auf jeden Fall viel Schaden. Haben wir auf jeden Fall Gold geschafft. Crush Fu. Zwei Witze zur Verfügung. Oh, das ist ja schön. So. Und was haben wir denn für zwei Events? Ah, hier haben wir was Neues in Darkseid. Dann haben wir The Great Escape. Das gute Entwischen, das gute Flüchten. Alter. Mal so gut flüchten, Alter. Ne? 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 Oh, wie soll mit Nesca? Mit dem Chevalier Luvinia oder was weiß ich, wie das Ding hieß. Und wieder. Ach, natürlich muss das blöde Herz dort stehen. Weil warum könnt ihr es dann woanders nicht platzieren? Das ist doch viel besser. Achso, 1000. Boah, die Gangschaltung. Ja, erstmal das arme Auto zerstören und dann auf einmal nichts treffen. Ja. Ja. Auf jeden Fall das Getriebejohlen lässt mich auf jeden Fall vieles grüßen. Naja, etwas Schaden habe ich schon verursacht. Wenigstens Bronze. Wenigstens Bronze. Probieren wir weiter. Ich hätte gerne vielfach, aber leider kann man nichts alles haben. Wenigstens habe ich Schaden verursacht. So, lass mal gucken. Ah, hier haben wir was Neues. In Paradise. Island Paradise. Ah, Tourist Trap haben wir noch nicht gemacht. Das machen wir auf jeden Fall. Entschuldigung. Okay, wieder. Schon wieder das. Oh ja, super. Das Herz am Anfang zu platzieren. Ach, seid ihr richtig gute Entwickler, ne? Ihr seid ihr richtig nett. Ja, ja, klar. Als ob ich jetzt das Herz mitnehmen möchte. Oh. Schon. Ach Mann. Ich wollte das vielfach mitnehmen, aber egal. Jetzt haben wir einen Schaden verursacht. Na komm, weiter. Wenigstens haben wir einen Schaden verursacht, auf jeden Fall. Bis zu 50 Millionen dauert es noch eine Weile. Dann machen wir weiter mit dem neuen Event. Ah, Blue Scots haben wir noch nicht. Okay, dann machen wir erstmal. P
Pius Kors. Wieder mal dasselbe Auto. Naja, schwere Autos und so. Nö, machen wir nicht. Das machen wir gar nicht, damit wir die Spieler ein bisschen nerven können. Mit dem Formularfahrzeug im letzten Part hatten wir schon genug Spaß gehabt, aber. Naja, was halt, wir sind diesmal. Ich sehe nichts. Oh, really? Komm, geh raus aus dem Dschungel, bitte. Das Buch wird geschmissen. Nächstes Silber, naja. Okay, neues Event ist natürlich, das ist auf jeden Fall gut. So. Ah, hier haben wir was Neues. Aber ein Dockside. Was haben wir denn da? Crushed Out. Schön. Dann machen wir es mal auf die harte Art und Weise, ne? Oder auf die harte Tour. Die harte Tour lässt auf jeden Fall vieles 1:1 machen. Oh. Wie ist er mit den Honda NSX versteht? Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gefahren. Ach, das blöde Herz. Natürlich. Ach, warum auch? Nein, nein. Mann, wir machen das Leben für jeden schwer. Und da fahren nur an dieser Seite Autos. Und zwar LKWs, die sie irgendwie gespawnt haben. Das war die lächerlichste Art, die man überhaupt machen kann. Okay. Ich möchte also Bowling spielen, verstehe. Not really, oder? Gut, dann fahre ich hinter diesen Fahrzeugen schnell. Das hat doch was gewirkt. Zwar jetzt nicht größtenteils, aber hier ist es etwas. Nee, es ist Silber. Naja. Hat doch was gewirkt. Sagte ich nicht, ich habe ein Faible dafür, das zu machen. Das ist auch richtig schön. Oder? You know what got the Burnout Crush Tour. Oh, wir haben schon das Ende erreicht. Okay, das ist ohne Warte. Wir haben schon das Ende erreicht. Wir haben wirklich das Ende erreicht, also im Spiel. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet. Gut, dann werden wir jetzt nicht lange zögern, sondern wir werden auch Spaß mal so ein Neben-Event fahren, so ein Singleplayer-Event. Und ja komm, lass mal ein bisschen so Rennen fahren. Region. Oh, USA. Entschuldigung. Ja, random. Und machen wir mal 0 Rivalen. So.
Machen wir mal die Massaker-Series. Mir hat diesen richtigen Bot GT 40 gefallen. Gut, lass uns mal jetzt ein bisschen Fazit zum Spiel machen. Muss aber dazu sagen, ja, das war jetzt ein bisschen unerwartet, dass wir jetzt zweimal zu Ende ist, das Spiel. Und, naja, ich sag mal so. Gegen wem? Niemand. Einfach nur fahren. Bisschen auch Spaß. So. Ja, was kann ich zum Spiel sagen? Auf jeden Fall ist das ein schönes Let's Play gewesen. Ein bisschen spaßig, ein bisschen interessant. Wenn aber auch ein bisschen. Naja, es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist auf jeden Fall keine schlechte Sache, das Spiel. Auf jeden Fall eine gute Idee, als Let's Play zu machen, weil mir hat es auf jeden Fall gut gefallen, das Let's Play zu diesem Spiel. Und ich habe auch kein Problem damit. So. Eine Sache, die ich aber zum Spiel kritisieren muss, und das muss ich leider, ist im Verhältnis zu dem die unfair gesetzten Zeiten vom Time Trials und diese Hot Laps und so ein Quatsch. Ja, und bisher, was mich auch ein bisschen genervt hat, ist aber auch dieser Crash, Störungsmodus bei Burnout, der war spaßig. Hatte aber in manchen Fällen, wie ihr gesehen habt, jetzt nicht so sehr den Spaß erfüllt, wie ich es mir irgendwie erhofft habe, für mich selber. Auch wenn die meisten Unfälle so witzig waren. Funktioniert, macht auf jeden Fall Spaß, aber die Nachfolger, würde ich mal sagen, die waren besser. Da haben die Entwickler tatsächlich noch den Kritikpunkt von dem, ja, ein bisschen gehört. Das Geschwindigkeitsgefühl ist auf jeden Fall ordentlich für ein Spiel aus dem Jahre 2004. Ja. Die Road-Twitches machen Spaß. Also ich glaube, das ist für mich der Lieblingsmodus im gesamten Burnout-Spiel, Burnout 3. Der Road-Twitch-Modus, wo wir unsere Gegner zerstören. Und ja. Falls euch wundert, warum mache ich nicht 100%? Weil das Spiel, ich sag mal so, es macht auf jeden Fall Spaß. Ist auf jeden Fall gar kein Problem. Es macht auf jeden Fall Spaß, nur das Spiel hat dazu geneigt, irgendwann mal mir die Nerven zu nehmen, wenn ich irgendetwas nicht hinbekomme. Und ganz ehrlich, ich möchte bei so einem schönen Spiel nicht die Nerven verlieren. Falls ihr zum Beispiel sagt, ihr seid nicht zufrieden mit dem, was ich da gerade mache, dann könnt ihr euch zum Beispiel auch andere 100% angucken. Aber wie schon gesagt, wir haben schon hinter uns die Main Singleplayer und ich würde jetzt nicht extra 100% machen. Autsch. 100% machen für dieses Spiel, weil ihr seht, das war nicht gerade das i-Tüpfelchen hin, was die Entwickler hier geleistet hatten beim Spiel. Und man muss dazu sagen, ich hatte viel Besseres erwarten können. Muss nicht. Beim Thema Zeit-Event, das hätte ich mir von mir aus selber erwarten können, dass ich besser fahren sollte. Und ja, ich kann schon mal sagen, es ist auf jeden Fall eine Rede wert, das Spiel zu erzählen, dass es ein wunderschönes Spiel ist, es macht Spaß, es ist Kindheitsfreunde auf jeden Fall, also sehr viele Leute wird sich noch in Erinnerung haben, wie schön das Spiel ist. Wow, ist auf jeden Fall ein guter Upgrade-Voice. Das Let's Play an sich hat mich jetzt nicht wirklich genervt oder so. War wie auch ein schönes Let's Play zu diesem Spiel. Und, ich glaube, die einzigen Parts, die mich genervt haben, war Part 13, glaube ich, das mit diesem Grand Prix mit dem Michigan-Formula-Fahrzeug. Das war, glaube ich, der einzige Kritikpunkt beim Fahrzeug, den ich selber irgendwie nicht komisch gefunden habe am Handling. Und, ganz ehrlich, das Grand Prix interessiert mich sowieso nicht, weil ich bin ja sowieso kein großer Fan von diesen Formula-Fahrzeugen von Burnout. Die fahren sich alle, ich sag mal, fragwürdig. Das ist auch bei Burnout Paradise auch nicht anders gewesen. Die haben sich auch so komisch angefühlt, diese Fahrzeuge. Und ja, im Endeffekt ist es ein schönes Spiel. Hat auf jeden Fall viele Lust und viele Spaßmomente gehabt auf jeden Fall und ich habe mich auf jeden Fall zu Tode gelacht. Entschuldigung, Schluck auf. Ich habe mich auf jeden Fall zu Tode gelacht, was alles hier durchgekommen ist. Und ja. Und ein bisschen unerwartet, dass es jetzt auf einmal zu Ende ist.
Aber gut, ich muss aber dazu sagen, Burnout allgemein ist kein Spiel, das lang ist. Es ist ein kurzweiliges Action-Spiel, aber für damalige Zeit hat es auf jeden Fall wirklich viel Spaß gemacht. Und da wird es auf jeden Fall lohnen, immer wieder manchmal zuzugreifen, wieder mal Erinnerungen zu schwelgen. Criterion Games, oder beziehungsweise das ehemalige Entwicklerstudio, nicht das was jetzt aktuell ist. Also das, was aktuell ist, ist einfach nur ein Hilfsentwicklerstudio jetzt aktuell. Oder ein komplettes Entwicklerstudio, das nur einfach nur die Sport- oder Battlefield- oder Need for Speed-Spiele macht. Ich meine, die ehemaligen 7 Entwickler, die 3Field gemacht haben, also die 3Field Entertainment ist das Entwicklerstudio, ist ein Indie-Entwicklerstudio und die haben Dangerous Driving. Aber das ist so eine Art geistige Hommage oder geistige Erinnerung an Burnout 3 Takedown. War kein gutes Spiel, weil das Spiel war langweilig. Die Crash-Sequenzen sind komisch, sie fühlten sich falsch an. Das Spiel war verbuggt. Es ist technisch gesehen eine Katastrophe gewesen. Ja, die Entwickler hatten zwar kaum Budget und nicht wirklich viel Geld gehabt, aber kommt schon, Leute. Ihr müsst euch wenigstens Mühe geben, das zu machen. Und wenn jetzt drei Viertel alle Spiele aus dem Essen sogar abstammen, aus dem Essen Store und dann auf einmal alle Dinge aus dem Essen Store einfach hingeklatscht wurde, dann macht das Spiel auch gar keinen Spaß. Weil klar, Assets, wenn man dazu kauft, sind ja klar, die sind dazu da, damit du die Dinge auch benutzt. Und ja, deswegen ist auch Dangerous Driving oder beziehungsweise von 3Field auch kein gutes Spiel gewesen. Wenn man das originale Burnout 3 vergleicht, man merkt, was für einen Unterschied das Spiel hier ausgemacht hat. So. Aber wie schon gesagt, das war auch schon der letzte Part. Ich würde jetzt kein neues Projekt oder so ein Crash-Modus oder sowas machen, in dem Burnout 3 Let's Plays wird auch das letzte Mal sein. Und ziemlich unerwartet, aber es wird auch sozusagen auch der letzte Part sein. Ich hoffe, es hat euch mal diesen Let's Play gefallen und ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen mal Spaß gehabt. Denn mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Es hat auf jeden Fall viele schöne Dinge erlebt. Und es ist auf jeden Fall ein schönes, würdiges Let's Play, was man auf jeden Fall gerne ansehen möchte. So als zwischendurch. So. Das ist auf jeden Fall sehr würdig, das zu erkennen. 20 Parts, ja gut. Ist in Ordnung. Gibt es natürlich mehr Leute, die natürlich mehr machen können. Die machen 100%, die machen alle Events. Aber da wir die Grundkarriere hinter uns haben und alles Mögliche hinter uns haben, habe ich gesagt, nee, lohnt sich nicht. Also für mich jedenfalls nicht, weil ich bin eher so ein Kerl, der auf jeden Fall noch Spaß macht und nicht 100% durchspielt. Das einzige Let's Play in meinem Kanal, wo ich 100% durchgespielt habe, wirklich alles 100%, das war Forza Motorsport 2. Es hat zwar lange gedauert, aber es hat auf jeden Fall sich gelohnt. Aber hier hingegen, ähnlich wie bei mir, es gab LA Remix, mache ich da nicht 100%. Ach ja, und vergiss nicht Tokyo Extreme Racer Zero, da habe ich auch 100% geschafft. Aber meistens spiele ich. Wow, das ist ein Problem. Aber meistens spiele ich Let's Plays oder so nach Spaß. Also ich mache das nur, damit ich Spaß habe, nicht damit ich Stress oder genervt bin. Na egal, Leute. Ich hoffe, es hat euch mal das letzte Mal gefallen. Und wenn wir gleich in der Ziellinie sind und zurück zum Hauptmenü sind, dann werde ich mich für dieses Projekt verabschieden. Und dann sehen wir uns fürs nächste Projekt. Vielleicht nächstes Mal. Natürlich. So. Autsch. Natürlich muss nur ein paar am Ende kommen. Warum auch nicht? Würde ich die Gangschaltung nicht vermissen. Bisschen Nitro als letztes. Ja. Na dann. Wir sind gleich an der Ziellinie und dann heißt es Abschied nehmen. Natürlich gibt es mehrere Autos, die ich auch noch fahren möchte, aber das lassen wir mal. So. So.
Danke, liebes Spiel, dass du uns Spaß gemacht hast. So. So. Dann Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part. Wir sehen uns dann im nächsten Projekt von meinerseits und ich würde mich verabschieden. Also Leute, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Also tschüss, Schokolade.